Servus Gerald. Servus Leo. Wo sind wir heute? Unten da beim Backersee, ein Haufen Wiesen. Gehen dort um das Hundethema? Deshalb haben wir unseren Bello mit. Genau so ist es. Weil am kommenden Donnerstag geht's wie immer, wenn wir einen Bello mit haben, um die Wurst. Gerald, warum eigentlich? Es geht darum, dass wir gesagt haben, die Hundesteuer, die eh schon sehr teuer ist in Innsbruck, muss zweckgewidmet den Hundehaltern und den Hunden zugutekommen. Aus dem Grund haben wir jetzt einen Antrag eingebracht, der kommt im kommenden Gemeinderat am Donnerstag zur Abstimmung, dass man die Hundesteuer umnennt in einen Hundehalterbeitrag. Liebe Hundebesitzer, passt gut auf, weil der wäre dann zweckgebunden und da müsste man mit dem Geld dieses Hundehalterbeitrags wirklich jährlich Sachen umsetzen, die den Hunden und den Besitzern zugutekommen und nicht in unnötige Radbügel oder sonst wie verschwendet werden. Ja, Gerald, aber jetzt hast du jetzt nachgeschaut, von den 125 Euro sind wirklich wie viel Euro für die Hundebesitzer und Besitzerinnen? Genau, von den 125 Euro sind unserer Berechnung nach 7 Euro im Jahr verwendet worden oder werden verwendet für einen Hund und 118 für andere schwachsinnige Aktionen. Und jetzt muss ich dir etwas sagen, Leo, ich frage jetzt gerade, wenn du einen Bausparvertrag einzahlen würdest, jedes Jahr, auf 5, 6, 7 Jahre. Und du kriegst von dem Bausparvertrag nichts heraus. So wie die Hundebesitzer von der Hundesteuer. Darfst du das nachher machen? Sicher nicht. Und warum sind wir heute da? Denn ein anderes Thema, Gerald, ist ja noch dazu, dass wir in Innsbruck, so wie derzeit die Regierung behauptet, keine freien Flächen haben, damit sie frei spazieren gehen können. Genau. Ja? Und jetzt schaut euch einmal das an. Wir sind da herunten. Und da besitzt die Stadtgemeinde ein Stück über 20.000 Quadratmeter. Und Bello, jetzt werden wir für die kämpfen, dass zumindest übergangsmäßig auf diesen Flächen du ein Freilaufplatz kriegst. Das machen wir. Finde ich eine super Idee. Und genau mit diesem Geld, mit diesem Beitrag, kann man das dann finanzieren. Und dann muss ich sagen, hätten wir, wenn wir genügend Vernünftige finden würden, Fraktionen kommen Donnerstag, die Möglichkeit, das Geld zweckgebunden den Hundebesitzer und den Hunden zukommen zu lassen. Und das finde ich, glaube ich, eine gute Idee. Und genau das machen wir zwar jetzt. Servus Innsbruck. Und Servus Tirol.